Servus. So, wir haben heute Nudeln da, gekochte Nudeln, schön in Salzwasser, unbedingt das Wasser Salz, wenn es gekocht wird, weil was sie werden kochen, der Nudeln nicht Salz reingibt, bekommt sie nachher nicht mehr rein, hat es keine Chance nicht. Ne? Ich habe eine schöne Karotte, eine Jungzwiebel, in Jungzwiebel bitte waschen und beim Waschen ein bisschen auseinanderziehen, da in der Mitte drin, da befindet sich gerne noch ein bisschen Erde. Ne? Dann haben wir eine Tomate. Wir haben einen Beinschinken da, Creme fraiche, Joghurt. Aus dem Ganzen machen wir, Petersilie darf man nicht vergessen, aus dem Ganzen machen wir einen Nudelsalat. Ich nehme für den Dressing gerne Creme fraiche oder Joghurt, das einfach frischer schmeckt. Dann Essig rein. Öl braucht man nicht wirklich. Aus der Karotte machen wir was Besonderes. Das zeige ich dann, aber mit der fangen wir gleich einmal an. Wir werden das erst schälen, aber vorher noch die Pfanne zubestellen. Dass er gleich heiß ist. Denn wir machen mit der Karotte gebratene Karottenstreifen. Die geben wir zum Schluss über den Salat und drüber. Das Ganze machen wir im Olivenöl. Wir werden im Olivenöl gebraten. So. Karotte habe ich vorher gewaschen gehabt. Die Schale hebe ich immer auf. Das sammle ich immer zusammen. Ich schmeiße in den Gefrierschrank rein, in eine Dose. Und wenn ich genug drinnen habe, mache ich dem Ganzen ein Gemüse vor. Ne? So. Ich schneide mein Gemüse gern einfach mit der Hand. Wenn eine Maschine daheim hat, bitte nehmt es. Ihr könnt es aber nicht zu fein, sonst verbrennt sie euch viel zu schnell. So. Aber wenn ihr es mit der Hand schneidet, bitte die Finger aufpassen. Die brauchen wir länger. So. Ich habe für den Nudelsalat ungefähr genommen, was wären das, 30, 40 Decker werden das sein. Da kriege ich 3 bis 4 Portionen raus, je nachdem wie viel das gegessen wird, wie stark das eure Esser sind zu Hause. Da darfst du nicht übertreiben mit den Nudeln. Von der Portion her ist es halt trotzdem sehr sättigend. Ne? So, Karotten haben wir schön geschnitten. Olivenöl in die Pfanne. Wenn die Karotten gebraten sind, haben wir schon Teller hergerichtet mit ein bisschen Küchenpapier. Da schmeißen wir es dann rein, damit das Küchenpapier das überschüssige Fett einfach absaugt. Das muss nicht alles noch wild schwimmen. Ne? So, Karotten haben wir geschnitten, wir können mit dem Schneiden weitermachen. Bei der Jungzwiebel Wurzel weg, aber die Wurzel schmeiße ich ja weg. Hinten, das schmeißen wir auch weg, das tun wir nicht wirklich in die Suppe rein. So. Muss jetzt nicht so fein geschnitten sein, dass wir ein bisschen was sehen im Salat. Nur ist runtergefallen. Bei mir schaut es immer am Boden aus beim Kochen. Katastrophe. So, die haben Zwiebeln geschnitten. Karotten da raus, die haben nichts drin zu suchen. Das machen wir die Pfanne. Bei der Tomate bitte den Strunk raus. Müssen wir nicht mitessen. Ne? Da reicht aber, ach, wir schneiden die ganze zusammen. Die hacke ich einfach beim Zahn. Muss nicht schön geschnitten sein, auch ein bisschen grob, damit man beim Essen aber spürt davon. Ne? So. Da passt schon. Fertig das Ganze. Für die Dressing. Geht der schnell, ne? Schmeiß mal weg, dass der Konto irgendwo drunter reinkommt. Das Fett ist auch schon heiß genug. Und das gutzelt schon. Ein bisschen die Hip haben wir zurückgedreht. Nicht zu heiß machen werden lassen die Pfanne, weil die Karotten die verbrennen sehr schnell. Das darf sie jetzt nicht übersehen. Immer wieder auch drauf schmeißen, damit das Ganze nicht verbrennt. Verbrennte Karotten machen sie nicht toll. Ne? Schinken wir ins Bammel schneiden. Dann ist die Schnipplerei gleich vorbei. Ich schneide. Ich habe für den Nudelsalat immer mit Absicht so Spiralnudeln. Hat nämlich einen Vorteil, dass da zwischen Lamellen drinnen überall die Dressing am Hängen bleibt. Und das schmeckt einfach viel besser. Ne? Und die Schnittweise vom Schinken, den wähle ich so wie die Nudeln sind. Wenn ich Flickerl habe, schneide ich es in Flickerl, habe ich Spiral, mache ich es ein bisschen länglicher und ein bisschen breiter. Hat den Sinn,
Das ist bei allem so, was man schneidet, dass es besser drunter hebt und das Ganze, dass es sich besser vermischt, sonst wird es nie, wird sie das nie harmonieren miteinander, dass das wirklich alles schön kompakt und vermischt ist. Ihr werdet es dann sehen, dass sie das wirklich schön mit dem Nudeln vermischt und sie dann einfach abzieht. So, auch fertig geschnitten. Hoppala, da flüchtet eine. Da, Joghurtbecher, Becher aufmachen. Die meisten werden es eh schon können vor euch oder wissen. Nehmt ein Messer mit einer stabilen Spitze, mit einer Spitzen, steckt einfach hinten rein. Aber passt auf die Hand auf. Ne? Macht das Loch ein bisschen groß, Plastik ein bisschen angehoben, dass er Luft rein kann. Hat den Vorteil, wenn ihr das Ganze aufmacht, dass einfach alles von alleine rausrutscht und der Becher sauber ist. Die Karotten lassen wir so lange drinnen, bis dass sie wirklich durch sind. Sie können ein bisschen Biss haben, aber zu hart ist auch nichts. Das passt dann nicht zur Konsistenz mit den Nudeln zusammen. Dann machen wir das Gleiche. Und ihr könnt jetzt das Joghurt und die Cremefleisch genauso einfach kleine Nudeln reinschmeißen, aber ich tue es vorher in eine Schüssel rein, da kann ich es ein bisschen aufrühren, den Essig schon drunter geben, wenn es ein bisschen zu dick ist, mir ein bisschen Wasser zugeben, dann hat man gleich eine schöne Basis zum Runtermischen. So, da wird man schöne Händchen waschen. Ne? Das sind die dünnen, die kriegen gleich ein bisschen zu viel Farbe, da muss man echt aufpassen. Geht ganz schnell. Ne? Der Vorteil vom Braten, Bratengaren, hat den Vorteil bei den Karotten. Schon mal haben wir die Röstaromen, ist Geschmack. Und durch das Braten entzieht es im Gemüse, kannst du mit Sellerie machen, Petersilwurzeln. Wird das Wasser entzogen und der Geschmack selber von der Karotte oder vom Gemüse wird intensiviert durch das Ganze. Es wird einfach besser, stärker. Wir wollen ja lecker essen. Ne? Ja, aber Spur dünner hätte ich schneiden können. So, da wollten wir umrühren ein bisschen. Salz geben wir rein. Meine Meersalz. Mit Salz aber ein bisschen aufpassen, wir haben die Nudeln schon gesalzen. Wenn die schon genug Salz drinnen haben, nicht mehr zu viel nehmen. Ein bisschen frischen Pfeffer aus der Mühle. Und dann geben wir rein. Aber jetzt wird Essig hergestellt. Das ist auch gut. Schlampe fertig, da ist ein bisschen Essig geben wir rein. Ich mache es gerne ein bisschen sauer, das Ganze. Schneebesen. Ja, das wird langsam ein bisschen zurück, dass man ziehen kann, das Ganze. So, ein Schneebesen. Kann ein wenig aufpassen beim Umwind, weil ich platze mich gerne auch. Und so weiße Flecken machen sich da jetzt sicher nicht so toll. Ne? So, jetzt haben wir das Ganze schön glatt drin. Seht selber, wenn ich das so in die Becher einfach zu den Nudeln reinschmeißt und lasst ihr das so schwer aufrühren, das macht keinen Sinn. So dünn wird es auch nicht seine Marinade. Mhm. Ein bisschen Salz noch, dann Petersilie noch rein. Ihr könnt einen Zitronensaft reinschmeißen, ihr könnt Zitronenzeste reingeben, Limettenzeste, wenn es wollt. Ne? Aber ich mache halt so, ich will jetzt nicht zu viel. Salzen müssen wir es noch, nicht vergessen. Braucht auch ein bisschen Salz. Und ein bisschen Pfeffer drüber. Ja, ein bisschen dann. Fertig. Einmal durchschwenken. Na, da haben wir ein bisschen dunkles, das da mal raus. Aufs Küchenkrepp. Fertig. Müssen kalt werden. Unsere Marinade machen wir noch fertig. Brauchen wir noch ein bisschen Essig. Dann gebe ich ein bisschen Wasser dazu, dass es noch ein bisschen dünner wird. Kaltes Wasser natürlich. Da. Schmeißen wir auch weg. Brauchen wir da nicht. Dann schnibbeln wir ein bisschen Petersil. Die Stauben
gar nicht bei mir Katastrophen. Ihr Blumen ist heftig. So, ich schnippel mich da zusammen. Ihr könnt ja hergehen, wenn es wirklich alt ist, nur Creme Fraiche nehmen, nur Joghurt nehmen. Aber ich finde die Mischung einfach super. Es ist halt, es ist mein Nudelsalat, so wie ich mag. So stelle ich ihn euch vor, so zeige ich euch. Ihr könnt ja hergehen statt der Tomaten, nehmt Paprika. Ist okay, ihr könnt Gurken reinnehmen, ihr könnt statt dem Schinken Salami reinnehmen. Aber das ist einfach meine Basis, wie es ich gerne mag. Und den Rest traut sich drüber, probiert es einfach aus. Das ist ganz einfach. So. Hoppala, ne? Da ich das jetzt. Was ein Lippen bin. Ja. Und wichtig ist, wir sind im Prinzip gleich fertig, wichtig ist, dass das nicht gleich essen. Dazu ist zusammenmischen, das nicht gleich essen, lasst es in eine halbe Stunde, Stunde, halben Tag. Besser ist, wenn ihr am Abend einen Nudelsalat haben wollt, macht es am Mittag, dann nehme ich den Nudeln den ganzen Geschmack mehr auf. Und vor dem Essen, dazu nochmal nachwürzen. Kann sein, dass man Salz braucht, man Pfeffer braucht, weil er ein paar Kräuter einfach braucht. Und dann funktioniert es. So, den Schinken, wo ist mein Werkzeug? Da ist mein Werkzeug. Spezialwerkzeug. Schmeißen wir rein. Tomaten schmeißen wir rein. Schmeißen wir einfach alles rein. Was ich gut machen kann, ist sauscht in der Küche, das schwör's euch. Ich werde es noch mitkriegen. Einfach ganz schön durchheben, durchmischen, runterheben, gut vermischen, dann kosten, dann essen und glücklich sein. Da. Das ist jetzt schon was Tolles. Schaut immer beim Gemüse, wenn ihr Gemüse kauft, wenn ihr Zwiebeln kauft, dass ihr wirklich was Frisches kauft. Das macht ja gleich viel mehr Spaß beim Essen. Auch wenn es einmal 1 Euro mehr kostet, es macht sich bezahlt. Angerichtet ist, wird schön schauen, dass so ein bisschen Farbe am Teller eigentlich ausmacht. Ja. Kosten nicht vergessen, kochen muss immer kosten. Wisst ihr was? Am liebsten schalte ich jetzt die Kamera aus, nehme die Schüssel, setze mich vom Fernseher. Und isst den einfach. Aber ich muss ihn irgendwo finishen, ihr wollt es ja sehen, wie er ausschauen soll. Oh, ist der geil. Boah. Wirklich. Wenn alles ein bisschen drüber geschnitten ist, nicht so fein hergeschnitten ist, man beißt drauf, so wie eine Jungzwiebel, das spürt man beim Essen. Wenn Joghurt dazu. Traum. Boah, Wahnsinn. Ich freue mich, wenn der Sommer kommt, da gibt es viel Salat. So. Aber, ach Gott, Wahnsinn. Kurz aus dem Bild verschwunden, haben wir Teller geholt. Haben wir es schön errichten, das Ganze. Ja, sehr schön, mit Petersil. Machen wir oben drüber noch ein bisschen an. Das Ganze ein wenig toll ausschaut. Boah, ist wirklich. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Was müsst ihr?
So, ich habe jetzt eins vergessen. Jetzt seht ihr das beim Schneiden, wie das Brett wegrutscht. Besser ist immer Wettex drunter, besser bei großem Brett ein Geschirrtuch drunter. Wenn es nass ist, dann biegt es, geht trocken auch, aber es rutscht nicht so. Das ist ganz schlecht, wenn man scharfe Messer hat, weil da rutscht man ganz schnell ab. Und das Messer steckt in der Hand. So, Schöpflöffel. Wahnsinn. Wirklich. Eine Portion. So, zweite. So. Ich denke, das ist eine normale Portion. Ne? Wenn man das jetzt so herschaut, sind wir bei 3 bis 4 Portionen, habe ich richtig geschätzt. Ne? So. Das Stück nehmen wir dazu. Die Karotten sind. Muss man schauen. Wirklich erst drüber geben, wenn sie ausgekühlt sind. Sonst ist das nicht so toll. So. Da drüber. Das ist wieder die zweite Portion. Dann geben wir noch ein bisschen Petersil drüber. So. Alter. Mein Nudelsalat. Was soll ich noch mehr dazu sagen? Dann habe ich so ein bisschen weg, dass wir ein schönes Bild haben zum Schluss. Oh, was. Ja, liebe Leute, was soll ich sagen? Machen, essen und nicht vergessen, da unten ist der rote Balken irgendwo, da unten. Abonnieren und auch ganz wichtig, Daumen hoch drücken, liken. Ganz wichtig für mich. Dann werde ich, desto mehr Likes, desto mehr Abonnenten, werde ich natürlich in Zukunft auch mehr Videos machen. Es soll ja einen Ansporn haben für mich, es soll ja einen Sinn machen und ich will euch auch das Kochen näher bringen, dass das wirklich einfach ist und lecker ist und auch günstig. Ne? Okay, also wie gesagt, abonnieren, liken und dann sehen wir uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.